Heute gibt es nicht nur was für die PC-Spieler, sondern auch eine Karte für die Konsolen. Ist zwar nur ein Update, aber immerhin etwas. Ich begrüße euch natürlich, mein Name ist Jocke zu den Map News. Und wie üblich sind die Download-Links und die Timestamps in der Beschreibung unten verlinkt. So, die erste Karte heute ist die French Plane V1 von Rust Farming. Sie ist leider nur für PC. Man hat 12 Verkaufsstellen, 247 Felder, und die sind sogar hügelig. 6 Grundstücke für das Bauen einer Farm, da haben wir 4, 5, 3, das 2 und da 1. Und die zweite, da haben wir schon etwas dabei. Sehr schön. So. Und natürlich schauen wir uns die ganze Karte noch einmal richtig genau an. So, einmal im Menü. So, Produktion sind keine da, Verträge sind da, Stelle hat man noch keine. Fahrzeuge, das schauen wir sich natürlich auch an. Verkaufsstellen einmal kurz, wie üblich, sporadisch durchgesehen. Oder schaue ich sie sporadisch durch. So, das hat sich da verändert. Zuckerrohrbaumwolle ist nicht dabei. Spricht aber für sich nichts dagegen. Vor allem für eine französische Karte. So. Natürlich französische Nummernschilder und visuelle Jahreszeiten, alles was halt im normalen Spiel dabei ist, ist hier auch dabei. Gut, weiter. So. Eine hügelige Karte. Schaut im ersten Blick nicht mehr so schlecht aus. Die Bilder sind von ungleichförmig bis gleichförmig, wie zum Beispiel ja, Feld 234, 192. Das Ganze schaut wirklich schön aus. So, Startfahrzeuge klicke ich einfach nur durch oder hüpfe einfach nur durch, um zu sehen, was wir da alles haben. So, der Hof ist ausbaufähig. Und hat man auf dem Hof auch schon Felder im Besitz? Nein. So. Und doch, hat man schon. Korrektur, mein Fehler. So, zwei Felder sind schön nebeneinander, mit Forst sogar auch dabei. Und die Feldpreise sind wirklich, ja, man kann sie wirklich gut leisten. Man kann sogar Felder zusammenlegen. Das Ganze gefällt mir wirklich sehr gut. So, das nächste. Da muss man schon ein paar PS haben für diesen Hügel. Ah, nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Auf der einen Seite gefällt mir. So, da haben wir Hofplatte Nummer 6. Der Preis für diese Platte beläuft sich auf 262.000 oder also 263.000. Ja, ist nicht so schlecht. Forst ist für unsere Forstliebhaber auch da. Hof 1, das ist was komplett Neues. Da muss man zuerst über eine Brücke drüber, damit dass man zu der Platte kommt, und dann hat man sozusagen zwei Inseln. Und ja, es ist einmal was anderes, muss ich ehrlich gestehen. So, was haben wir da ist Hof Nummer 2. Ja, ich gehe das alles nur mal schnell durch. So, da drüben haben wir natürlich Forst. Ich glaube, da kann man noch ein bisschen was aufrüsten, ein bisschen was zusätzlich hinbauen. Aber wenige
Bäume sind gut für die ganze Performance natürlich. So, was haben wir da? Da ist Forest. Ah, da kann man das Ganze verkaufen. Forest. Quasi Bäume verkaufen, was ich so richtig gesehen habe. So, da ist eine riesige Hofplatte, sagen wir mal so. Da haben wir die BGA, die ist so, wie das ausschaut, noch in Bau. Also das heißt, eine Version 2 kommt sicher. Ist auch angekündigt, dass eine Version 2 kommt. So, da ist Nummer 5. Und ich muss mir das öfters ein bisschen anschauen. Und da haben wir Nummer 4. Alles, was das angeht, ist schön groß bzw. riesig. So, und im Großen und Ganzen war es dann mit dieser Karte soweit. So gut, schaut gut aus. Man kann viel und lange Spaß haben drauf. Man hat viele Felder. Es steht leider nicht drin, wie groß die ganze Karte ist. Aber ich muss eins sagen, vom Aufbau her wirklich toll. Gut, Prestige Valley oder Prestige Tal von Salty Modding ist eine FIFA-Karte mit 158 Feldern und 6 verschiedenen Baugründen für einen Hof. So, da haben wir zum Beispiel von 4 und da ist 6. Also man kann suchen und dadurch, dass das eine FIFA-Karte ist, ist das Ganze sicher auch dementsprechend groß. So, Farm 1. Wie schaut das Ganze aus mit den Feldern zum Kaufen? Schaut gut aus. Also schön abgeteilt. Man kann wirklich jedes Feld einzeln kaufen. Also gut ab. Sind irgendwelche Spieler zu finden? Nein, an und für sich nicht. Eins, was ich gut finde, neben den Farmen sind gleich einmal kleine Felder, hier wirklich Minifelder im Vergleich zu der Karte. Und dann werden sie rundherum auch immer größer. Finde ich ehrlich gesagt nicht immer so schlecht. So, und die Karte ist eine fiktive amerikanische Karte. Man sieht John Deere. Nächster John Deere 8R T560. Und ja, den Hof muss man sich quasi selbst bauen. So. Genug Startfahrzeuge sind da auch vorhanden. So, und die Höfe schauen alle wirklich so aus. Also, ja, die Farm 5 ist um einiges größer. So, Viehhändler und alles ist hier. Sägewerk haben wir hier. Ölmühlenspinnerei. Weiterverarbeitung und. Und das Ganze geht auch zu kaufen. Ist nicht schlecht. 3 Felder hat man einmal zum Anfang, zusätzlich zum Hof. So, Produktion sind keine, Tiere sind keine, Stadtfahrzeuge haben wir sich schon durch angeschaut. So, der Wachstumskalender schaut auch gut aus, beziehungsweise er ist original, soweit ich das sehe. Gut, dann gibt es zusätzliche Früchte, nein, gibt es nicht, ist aber alles soweit in Ordnung. Ich fliege mal im Schnelldurchlauf überall durch, so halbwegs halt. Und was ich merke, die ist wirklich flach. Und für unsere Forstliebhaber ist auch gesorgt. Da stehen schon einige Bäume. Aber ja, wie gesagt, flach. Der Mapper ist auch noch am Lernen für das Ganze und eines muss ich sagen, dafür, dass er das eigentlich erst angefangen hat, schaut das wirklich gut aus. Das, was ich mir persönlich wünschen würde, ist, ihr kennt mich, eben damit, dass man eine kleine Herausforderung hat, dass man ja Berge hat oder zumindest Hügel, so wie bei
der French Plain. Pacific NV Farming, diese Karte, basiert auf der Landschaft Oregon bzw. Yam Hill County in Oregon, USA. So, die Karte ist von Modus 05 und es gab schon zwei Änderungen insgesamt auf dieser Karte. So, einmal kurz alles durchschauen, die Startfahrzeuge schaue ich dann auch noch durch, im Schnelldurchlauf, so wie üblich. So, Feldpreise sind 400.850 grob, knapp 900.000 Euro. Unsere Forstliebhaber ist auch gesorgt. Fendt Ideal, natürlich auch wieder Fendt. Fendt 39, ein Truck und wieder der Ideal. So, natürlich amerikanisch like flach. So, geändert hat es, hat sich Folgendes. Nämlich Version 1.002, das ist die neueste, so viel ich mitbekommen habe. Und Folgendes. So, zufällige Gegenstände, die unter der Karte zurückgelassen wurden. Also alles, was man da unten halt sieht, wenn man das so macht. Die wurden entfernt. Damit wird zum Beispiel diverse Kollisionsfehler werden die Kollisionsfehler behoben und unter anderem auch die Performance verbessert. So. Gut. Dann in der Version 1.001 wurde die Restaurant XML aktualisiert, damit keine ungültige Groß-Kleinschreibung mehr da drinnen ist. So. Und im Großen und Ganzen war's mit dieser Karte es jetzt. Pacific NV Farming, diese Karte, basiert auf der Landschaft Oregon bzw. Yam Hill County in Oregon, USA. So, die Karte ist von Modus 05 und es gab schon zwei Änderungen insgesamt auf dieser Karte. So, einmal kurz alles durchschauen, die Startfahrzeuge schaue ich dann auch noch durch, im Schnelldurchlauf, so wie üblich. So, Feldpreise sind 400.850 grob, knapp 900.000 Euro. Unsere Forstliebhaber ist auch gesorgt. Fendt Ideal, natürlich auch wieder Fendt. Fendt 39, ein Truck und wieder der Ideal. So, natürlich amerikanisch like flach. So, geändert hat es, hat sich Folgendes. Nämlich Version 1.002, das ist die neueste, so viel ich mitbekommen habe. Und Folgendes. So, zufällige Gegenstände, die unter der Karte zurückgelassen wurden. Also alles, was man da unten halt sieht, wenn man das so macht. Die wurden entfernt. Damit wird zum Beispiel diverse Kollisionsfehler werden die Kollisionsfehler behoben und unter anderem auch die Performance verbessert. So. Gut. Dann in der Version 1.001 wurde die Restaurant XML aktualisiert, damit keine ungültige Groß-Kleinschreibung mehr da drinnen ist. So. Und im Großen und Ganzen war's mit dieser Karte es jetzt. Die letzte Karte heute ist die Maple Farm, eine fiktive irische Karte. Und bei dieser Karte sind dabei Cavalier, Roy Farmer, Dead Moon Dog, Hodge, Stew, Alien Jim, Irish Corner, Wrench and Reaper, Bonus, Floris, Modding. So,
Diese Karte Version 1. Nein, Korrektur. Version 2.1. Ja, was soll ich dazu sagen? 128 Felder. Schaut an und für sich nicht immer so übel aus. Es gibt Hügel dabei, also im Großen und Ganzen gefällt sie mir gut. Also besser als so manche Flache. Für unsere Forstliebhaber ist natürlich hier auch gesorgt. So, da haben wir die oder ein Farm. Bin ich jetzt? Ah, da. Ja, das ist eine Farm. Da kann man sich so einiges dazu kaufen. Also die Farmgründe sind sehr billig zum Kaufen. Das ist eine BGA, geht nicht zum Kaufen. So, da haben wir auch noch diverse Ställe, wie zum Beispiel Schafstall groß, die Pferdestall groß, das schauen wir uns da auch noch durch. Die Kuhstall, Stall, so Produktionsmarke, da haben wir es. Schafstall, Kuhstall mit Lelle, zwei sogar davon. Dann gibt es den Hühnerstall und Pferdestall. So, Stallfahrzeuge schauen wir uns auch noch durch. Das sollte im Großen und Ganzen auch passen. So, da wurde auch nichts geändert. Und Folgendes hat sich geändert, nämlich die Tore können abgerissen werden und die Silo-Probleme sollten auch behoben sein. So, die BGA gibt, glaube ich, nicht zum Kaufen. Außer vielleicht, wenn man genau hierher geht, dass man das kaufen kann. Ich bin wieder schnell unterwegs. Gut. Dann gibt es noch hier Farsilo. Und ja, 128 Felder, 7 Farmen. Und ja, die Farmen erkennt man ganz leicht, wenn man zum Beispiel so anklickt, weiß man, niedrigere Preis. Erstens einmal Farm. Und ja, also es gibt da jede Menge. So, Sastorion. So, Pickup, Bührer. Da haben wir den Walter. Fendt 314. Okay, dann fängt sie wieder von vorne an. Und ich sag's mal so: Das war es wieder für heute. Ich bedanke mich natürlich recht herzlich beim Zuschauen und für das Dabeisein. Wir sehen uns natürlich nach dem Wochenende. Ich wünsche euch noch was. Vor allem ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.